Der Minotaurus, auch Minotauros oder Minotaure, ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Eine grausame Kreatur mit menschlichem Körper und dem Kopf eines Stieres. Minos, ein Sohn des Zeus, lebte auf der Insel Kreta und bat seinen Onkel Poseidon um ein Wunder, um sich den Thron von Kreta zu sichern. Er versprach, das Tier, das Poseidon aus dem Meer entsteigen ließe, zu opfern. Als Minos sein Versprechen allerdings brach, schuf der Gott in des Königs Frau das Begehren, sich mit einem Stier zu vereinigen. Als Frucht dieser Verbindung gebar die Königin den Minotaurus, ein menschenfressendes Ungeheuer. Minos wollte die Bestie sofort töten lassen, doch seine Tochter bat um das Leben der Kreatur. Der Minotaurus wurde in ein Labyrinth gesperrt, und nach einigen Kriegen musste das besiegte Athen alle 9 Jahre 7 Jünglinge und 7 Jungfrauen als Tribut nach Kreta senden, wo sie dem Minotaurus geopfert wurden. Der Held Theseus besiegte die Bestie schließlich mit Pillen aus Haaren und Pech, an denen der Minotaurus erstickte, und mit Hilfe eines Fadens fand er auch den Ausgang aus dem Labyrinth. Zusammen mit der Tochter des Minos gelang ihm die Flucht aus Kreta. In der Narnia-Reihe kämpfen einige Minotauren gegen die Narnianen und Percy Jackson in der gleichnamigen Reihe muss ebenfalls einen Minotauren überwinden. Fallen euch noch andere Minotauren-Geschichten ein oder ähnliche Wesen wie den Minotaurus? Erzählt mir doch mal alles, was euch dazu einfällt. Ich bin, wie eigentlich immer, gespannt auf eure Geschichten.